Das Amateurspiel des Monats führt uns diesmal in den Fußballkreis Büdingen. Dort treffen der gastgebende FC Lorbach und der SV Oberlees in der B-Liga aufeinander. Und im Vorfeld hören wir schon den Kreis Fußballwart. Die B-Liga Gruppe 1 ist im Moment recht ausgeglichen. Es ist eine enge Spitzengruppe zusammen. Und das war auch mit ein Grund dafür, weil die Liga so eng ist, so ein Spiel dann auch mal auszuwählen. Wir hoffen uns auch ein paar Zuschauer hier heute. Ja, und ich denke, dass das ein guter Rahmen ist und ja, schauen wir mal, was sportlich bei rumkommt. Und es ist nicht nur bei den erhofften paar Zuschauern geblieben. Über 200 bilden eine absolute Rekordkulisse für die B-Liga. Da der FC Lorbach 2020 100 Jahre alt wird, werfen die Feierlichkeiten ihren Schatten schon voraus. Und auch eine Aktion im Rahmen unserer Jubiläumsfeierlichkeiten ist die Aufzeichnung für das Amateurspiel des Monats heute, wo wir eigentlich gar nicht gedacht haben, dass wir in den Genuss kommen, aber ging dann trotzdem ganz schnell, wofür wir uns auch ganz herzlich bedanken. Unser Ziel ist verbunden mit dem Jubiläum mindestens der Aufstieg in die Kreisliga A. Wenn es dieses Jahr schon klappen sollte, umso besser. Im Moment haben wir noch alle guten Chancen. Heute ist ja ein Spiel, wo es für beide Mannschaften noch darum geht, in der Spitzengruppe zu verbleiben. Beide Mannschaften befinden sich in den Top 5 der Liga. Für Spannung sollte also gesorgt sein. Hören Sie da mal rein, wie der FC Lorbach sich vor dem Spiel in der Kabine pusht. Unser Motto ist: Einer für alle! Alle für einen! Auf geht's, Jungs! Die Gäste vom SV Oberlees stehen in der Tabelle aktuell vor Lorbach. Trotzdem wird ein hartes, umkämpftes Spiel erwartet. Und wir gehen dann auch gleich ohne weitere Umschweife hinein. Und es soll dann auch sofort fulminant losgehen. So heiß Lorbach schon vor dem Spiel war. So heiß legen sie hier auch los. Lukas Rollmann mit der Ecke und Ersin Kalkan hält den Kopf hin und schon schlägt der Ball ein. 1:0, die Gastgeber erwischen hier einen Blitzstart in die Begegnung. Torschütze Ersin Kalkan ist der gefährlichste Torschütze des FC Lorbach. Das eben war sein 8. Tor in der laufenden Spielzeit. In der Zeitlupe sieht man, wie er sich mit ein, zwei schnellen Schritten vom Gegenspieler löst und dann einnickt. Das Tor muss aber noch nichts heißen. Der SC Oberlees ist mit 53 erzielten Toren das mit Abstand gefährlichste Team der Liga. Eine Kostprobe gefällig. Hier ist sie in Form dieses Schusses von Marcel Lommerich. Der hat sogar schon 13 Mal getroffen in dieser Saison. Jens Hartmann im Tor hatte eben aber aufgepasst. Und die Gäste gehen auf den Ausgleich. Sebastian Klee mit dem Freistoß. Verfehlt damit aber knapp das Gehäuse. Und gleich noch ein weiterer Freistoß. Von der Position wird er es nicht direkt probieren. Gefährlich wird's trotzdem. Christopher Döll ist hier am zweiten Pfosten zum Abschluss gekommen. In einem umkämpften Spiel geht vieles über den ruhenden Ball. Diesmal hat der FC Lorbach einen Freistoß. Der kommt gut und Pavel Usow kommt dann zum Kopfball. Aber auch der bekommt das Leder nicht im Tor unter. Und jetzt wird es kurios. Eine harmlos anmutende Szene, der Ball wird zum Torhüter zurückgespielt, der will ihn wegschlagen, verletzt sich, aber dabei, für Jens Hartmann geht es nicht weiter. Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung. Für ihn kommt Oskar Puus in das Spiel. Der SV Oberlees hat die Halbzeitpause dann auf dem Rasen verbracht und der Trainer hat wohl die richtigen Worte gefunden, denn die ersten Chancen gehören dann Oberlees. Der Freistoß bleibt zwar in der Mauer hängen, aber die Gastmannschaft setzt nach und so kommt Sebastian Klim zum Schuss. Noch abgefälscht geht die Kugel aber am Tor vorbei. Und gleich noch ein weiteres Mal Oberlees. Der Ball kommt flach herein. Andreas Nickel ist es dann, der den Ball Richtung Tor befördert. Nickel ist zur zweiten Halbzeit neu in die Begegnung gekommen. Die brandgefährliche Offensive aus Oberlees konnte ihre Chancen bislang nicht nutzen. Und wie es dann allzu oft ist im Fußball, eine Mannschaft lässt Chancen liegen und die andere schlägt eiskalt zu. Lukas Rollmann mit dem Tor. Der FC Lorbach erhöht. Der Torschütze Lukas Rollmann ist übrigens der Sohn des ehemaligen Bundesliga-Torhüters Jürgen Rollmann, der unter anderem Europapokalsieger der Pokalsieger mit Werder Bremen 1992 wurde. Der Sohn hat es aber anders als sein Vater eher mit dem Tore schießen als mit dem Tore verhindern.
Und mit der 2-Tore-Führung im Rücken sucht Lorbach weiter sein Heil in der Offensive und das sollte belohnt werden. Rollmann bleibt erst hängen, bekommt den aber auf Usov, der flankt und dann ist erneut Ersin Kalkan zur Stelle und markiert per Kopfballtreffer das 3:0. Schauen Sie sich diesen Jubel an, das ist Amateursport von seiner schönsten Seite. Wie schon beim 1:0 hat er hier wieder mit dem Kopf zugeschlagen. Damit sollte die Messe auch gelesen sein, auch wenn der SC Oberlaes nicht aufsteckt und trotz des inzwischen klaren Ergebnisses nach vorne spielt. Marcel Longerich setzt sich hier dann in einer Einzelaktion durch und trifft auch. 1:3, nur noch aus Sicht der Gäste. Für Longerich ist es nun das 14. Saisontor. Nur große Freude will keine aufkommen, aber stark hat er das hier auf alle Fälle gemacht. Und als dann dieser letzte Schuss von Marcel Dechert über das Tor geht, ist es amtlich. Der FC Lorbach gewinnt sein Heimspiel. Vor allem gnadenlos effektiv vor dem Tor hat sich Lorbach gezeigt. Der SV Oberlaes war nicht schlechter, musste sich aber doch geschlagen geben. Hier noch die Stimmen zum Spiel. Ja, das Spiel ist ziemlich klein, aber ich denke, das ist auch mal ein Vorteil, dass da die Großen denken, den kriegen wir nicht. Gut, ich habe ja, ich mache jetzt zum ersten Mal jetzt die Kopfbälle, also ich mache sehr oft Kopfballtore. Ja, ich nutze einfach meine Kleinigkeit aus und ja, es sind halt 2 Tore geschossen worden. Wir haben 3:1 gewonnen und mehr wollten wir auch eigentlich auch gar nicht. Ja, notwendig war das nicht. Ich denke mal, dass die effektivere Mannschaft heute auch gewonnen hat. Ja, wir hatten die Torchance in der zweiten Halbzeit, die haben wir nicht genutzt. Wir pfeifen auch ein bisschen auf dem letzten Loch eben gerade, haben viele verletzte Spiele und hier in Lorbach spielen wir eigentlich nicht so ganz so gern, weil da haben wir eigentlich selten was mitgenommen und ja, so war es heute auch wieder eigentlich. Ist eigentlich schade, aber mehr war halt einfach nicht drin, weil die effektivere Mannschaft hat einfach gewonnen. Ja, ist so. Ja, wenn man nicht mit aushelfen kann oder sieht halt die Jungs, sag mal, eine Niederlage entgegen oder im Rückstand erstmal hinterherlaufen, ja, und zu wissen, okay, du stehst hier draußen, du kannst gerade nicht, würdest aber gerne. Also es ist nicht schön. Also die Mannschaft hat genau das umgesetzt, was wir vorgegeben haben. Wir haben vor dem Spiel genau so spielen wollen. Wir haben versucht, die Räume da eng zu machen vor dem Zentrum. Wir haben versucht, denen das Aufbauspiel so schwer wie möglich zu machen. Und das hat bei der Mannschaft heute, oder hat unsere Mannschaft richtig gut umgesetzt und haben sie auch verdient gewonnen auf jeden Fall. Normalerweise sind wir die Mannschaft, muss ich ehrlich sagen, die oft den Rückstand gerät in den ersten 5 Minuten, weil wir verschlafen. Aber wie gesagt, wir haben die Mannschaft optimal eingestellt in der Kabine. Wir haben gesagt, wir dürfen die Anfangsphase nicht verschlafen. Im optimalsten Fall erzielen wir das Tor, weil dann können wir den Gegner ein bisschen kommen lassen. Haben hinten kompakt gestanden und dann lief die zweite Halbzeit optimal. Wir haben 2 und 3-0 gemacht und selbst das 3-1 hat uns nicht mehr in Bredouille gebracht. Also war sehr wichtig. Aber es ist eine einmalige Sache. Freut uns riesig, dass ihr heute bei uns seid. Und auch gerade hier für unseren Torjäger, der gerade hier 2 Tore und auch gerade das Interview gehalten hat. Sowas guckt man sich auch im Rentenalter gerne nochmal an. Also eine super Sache.